Hallo und herzlich willkommen. Ich habe euch ja auf dem Testserver Preview schon gezeigt, den Type 5 Heavy, den 10er der Japaner. Aber da habe ich ihn euch nur mal so wie hier außen gezeigt, aber diesmal will ich ihn euch etwas näher darstellen. Und zwar schauen wir uns einfach mal wirklich die Stats an. Er hat 2800 Struktur, ein Gewicht von 150 Tonnen, 1200 PS bei einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Die Drehgeschwindigkeit bei 22 Grad. Die Panzerung bei 260, sowohl Front als auch der Turm vorne. Aber ansonsten, der Turm ist überall mit 210 Seite und 200 Heck immer noch sehr viel. Und die Seite mit 140 und 150 hinten ist auch nicht zu unterschätzen. Die Feuerrate sind 3,39 Schuss pro Minute. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist 18 Grad, Sichtweite 400 und eine Funkreichweite von 750. Und nun gucken wir uns noch zumindest mal die Kanone ein bisschen stärker an. Wir sehen, er hat 249 Durchschlag mit Normal und 282 mit Premium bei einer 140 mm Kanone und einem Schaden von 600. Das ist dann aller Ehren wert. Und ich glaube, da kann man sich jetzt wirklich drauf freuen, den jetzt im Spiel zu sehen. Also springen wir mal ins Gefecht und schauen, wie er sich da so. So, und da sind wir auch schon und ihr seht hier direkt den neuen Ladebildschirm und ansonsten hier auch die etwas andere Optik. Natürlich viele andere Panzer am Start. Lakeville ist aber eine gute Karte für einen schweren Panzer. Und einfach mal zum Vergleich, wie groß der ist, wenn man jetzt hier mal sich so einen T-71 anschaut, die Artis oder selbst der FV4500, der ja schon sehr groß ist, aber da ist der halt einfach ein Monster. Also der stellt schon definitiv viel Panzer da. Ich würde sagen, wir fahren direkt mal in die Stadt und gucken mal, wie so seine Fähigkeiten dort sind. Nachladezeit knapp 15 Sekunden, hat man gerade gut gesehen. Und er kommt, bis er in Tritt kommt, dauert es natürlich ein bisschen. Wobei die Neigung ganz akzeptabel ist von der Kanone, die kann man wirklich so lassen und stehen lassen. Aber gerade Lakeville als Karte ist natürlich so, dass die Scouts von da drüben schnell rüberkommen. Ja. So, da ist der T-71 mal weg gewesen. Aber nun weiter. Der erste Scout, wenn weg ist, ist schon mal sehr von Vorteil. Dass man da nicht mehr so ganz viel befürchten muss. Wir haben ja vorher schon gesehen, was ich alles eingebaut habe. Lüfter zum Beispiel und vieles mehr. Die Crew ist auf 100%. Sofern es sich vermeiden lässt, versuche ich auch mit Normal zu schießen. Ich will euch mit dem Let's Play vielleicht nicht das allerstrongste Gameplay zeigen, das man kennt, sondern einfach auch nur wirklich den Panzer. So, der T-57 Heavy hat da schon eine bekommen. Nun leider zu, geht nicht nochmal auf. Wir warten hier einfach noch ein wenig ab. Wenn er kommt, wenn er nicht kommt, dann fahren wir erstmal in die Stadt weiter. Aber ich nehme jetzt mal hier den Weg, der eigentlich zwar der riskantere Weg ist. Aber vielleicht dann doch ein bisschen mehr Action bietet. E3 und auch ein anderer Type 5 in der Stadt. Wobei für den Type, der aufgrund der Panzerung, da würde ich jetzt fast Premium nehmen. Also ich lade schon mal als zweite Granate Premium durch. Man sieht hier nochmal 249 und 282. Vielleicht kommt er jetzt zu mir.
hat man ein schönes Duell. Der konzentriert sich nämlich wohl sehr stark auf den 113er da drüben. Dementsprechend kann ich mich jetzt hier mal um den kümmern, weil er mit mir wohl nicht wirklich rechnet. So, da konnten wir einen schönen platzieren. Jetzt haben wir sein Heck. Und wir haben gesehen, auf die. Ah, habe ich über die Kette gezielt. Wir brauchen nicht unbedingt auf seine Turmpanzerung zu zielen. Das ist nämlich sehr widersinnig. Ah, die halten auch schon brav rein. Das Ziel ist ja groß genug von uns. So, IS-7. Jetzt aber so stellen, dass man vielleicht nicht ganz so. Die IS-7 scheint AFK zu sein oder irgendwas anderes. Kann mir nur recht sein. Ja, den Schaden nehme ich natürlich mit. Arti hält jetzt. Arti trifft jetzt. Jetzt müssen wir weiterfahren und tun das auch mal lieber. FV da drüben. Den konnte ich da ganz gut erwischen. Und für den E4 vielleicht auch noch da drüben. Ah, komme ich leider nicht drauf, aber die Artis sind da hinten schon jetzt im Scharmützel. Auf die komme ich definitiv nicht mehr. Deswegen vielleicht kriegt man nochmal einen Schuss auf den E4 raus. Ansonsten hat sich der doch hier ganz gut bewiesen. Und man kann sich einen guten ersten Eindruck machen, gerade von seiner sehr potenten Kanone. Und da ist er tot und jetzt leben nur noch die Artis. Aber das ist dann einfach, ja, der Rest, der überbleibt. Wie gesagt, ich glaube, man sieht ganz gut. Er hat eine gute Neigung, kommt vernünftig auf seine Geschwindigkeit, ist halt wirklich ein sehr schwerer Panzer und dementsprechend kein Mobilitätswunder. Aber mit seiner Struktur und seiner Panzerung stellt er dann auf jeden Fall ein Hindernis dar, wenn er dann einem begegnet. Und Schaden macht er auch ganz ordentlich, den sehen wir jetzt auch gleich noch. Und da habe ich mich mit 3200 auf Platz 3 gespielt. Habe hier noch 768 Assistance gemacht, das war, wo ich den angekettet habe. Also von dem her glaube ich doch sehr, sehr interessant, ein spannender Panzer. Also für ein Fazit, fürs erste Gefühl muss ich sagen, spielt sich ganz rund. Und jeder, der Bock auf schwere Panzer hat, sollte auf jeden Fall ein Auge auf die werfen. Also von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Ekaramba.